Schenk, Sie haben in Ihrem Vortrag gerade über soziale Ungleichheiten gesprochen und deren Auswirkungen, vor allem auf Kinder. Was sind denn Sie die größten Auswirkungen im Alter der Heranwachsenden, also von jungen Menschen? Was sind die größten Auswirkungen, was diese soziale Ungleichheit mit sich bringt? Ja, die gesundheitlichen Auswirkungen gehen am stärksten bei Kindern auf Atemwegserkrankungen. Hat was zu tun, weil es feuchte, schimmelige Wohnungen sind oft, wo Kinder sind. Und auch alles, was den Stress, was Angst betrifft. Also Kinder merken einfach, wenn es bei den Eltern knapp wird, wenn die sich Sorgen macht, wenn die Mama nicht weiß, wie es die Miete zahlen muss, dann hat das Auswirkungen. Und das spüren die Kinder. Auch wenn sie eine sichere Bindung und eine sichere Beziehung zu Mama oder Papa haben, das spüren sie. Und das hemmt sie natürlich ein Stück weit auch in ihrer Sicherheit im Leben und in ihrer Sicherheit zu wachsen, in ihrer Sicherheit aufzutreten, selbstbewusst. Soziale Ungleichheiten machen sich natürlich auch in Bildungseinrichtungen bemerkbar. Hat Schule oder Kindergarten, welche Bildungseinrichtung auch immer, die Möglichkeit, diese soziale Ungleichheiten auszugleichen? Bildungseinrichtungen haben einen ganz starken kompensatorischen Effekt, das weiß man aus der Bildungsforschung, das heißt, sie können vieles ausgleichen, was vielleicht von daheim nicht so funktioniert, weil nicht gefördert wird, weil die Eltern überfordert sind oder weil sie es einfach auch wirklich nicht können. Und was kann zum Beispiel Elementarpädagogik machen? Sie kann die Kinder stärken. Und was brauchen Kinder? Sie brauchen eine sichere Beziehung, sie brauchen belastbare Freundschaften, sie brauchen das Gefühl, Einfluss zu haben, was Fähigkeiten, tätig sein zu können, und sie brauchen viel Anerkennung und Wertschätzung. Und das kann eine Bildungseinrichtung, eine Schule, Kindergarten geben, und das stärkt Kinder und macht sie stark. Was müsste gesellschaftlich passieren, dass diese soziale Ungleichheiten geringer werden, dass wirklich alle dieselben Möglichkeiten und Chancen sind? Was müsste da auf gesellschaftlicher Ebene passieren? In den Städten haben wir ein Problem mit Wohnen, mit leistbaren Wohnen. Da muss man auf jeden Fall was tun. Und in den Schulen oder in den Bildungseinrichtungen ist ganz wichtig, dass man kein Kind zurücklässt und dass wir besonders schauen, dass die kompensatorische Wirkung, die Bildungseinrichtungen haben, dass wir die auch stärken und fördern. Das hat was zu tun, wie schauen die Rahmenbedingungen aus in Schulen, wo man einfach Integrationslehrer braucht oder Assistenzlehrer oder Begleitung braucht, weil sonst der Unterricht nicht gut sein kann. Wie schaut die Architektur in einer Schule aus, dass man sich auch zurückziehen kann, dass man in Teams arbeiten kann, dass man unterschiedlichen und variantenreichen Unterricht machen kann. Wie schaut es mit der Bildungsentscheidung mit 10 Jahren aus? Österreich gehört ja mit Deutschland zu den wenigen Ländern, die Kinder mit 10 Jahren so eine große Entscheidung aufbürden oder den Eltern. Und wie schaut es aus in sogenannten Brennpunktschulen, dort wo viele Kinder sind, aus Elternhäusern, wo nicht viel gefördert wird. Da gibt es Ideen, wie so einen Chancenindex zu machen, dass man sagt, solche Schulen sollen besonders gut und besonders gut ausgestattet werden mit besonders engagierten Lehrern, damit eben die Kinder auch Zukunftschancen haben. Ein wichtiger Satz war heute, einsam kann man nicht wachsen. Führt diese Armut oder diese soziale Ungerechtigkeit dann in die Isolation von Kindern? Beziehungsweise, wenn ja, wie bringt man es da wieder raus? Ja, das Geld ist schon eine wichtige Sache. Zum Beispiel Geburtstagsfeste, das erlebe ich immer wieder, die werden scheinbar immer teurer, diese Geburtstagsgeschenke, die man mitbringen muss. Und das ist für Kinder ganz schwierig, wenn sie wissen, die Mama oder Papa hat eh kein Geld. Was passiert dann meistens? Die Kinder sind krank oder sagen, ich gehe nicht auf die Party, weil ich bin krank. Jetzt kann man sagen, okay, was ist eine Geburtstagsparty? Für ein Kind schon was Wichtiges, weil dort sind die Freunde, dort gibt es Action, dort gibt es Zusammengehörigkeit, dort gibt es Teilhabe und dabei sein, und dort nicht dabei sein heißt draußen sein. Das heißt, gemeinsam zu sein mit seinen Freunden, mit seinen Freundinnen ist eine wichtige Lernvoraussetzung für Kinder, und das kann für Kinder, die wenig Einkommen haben, im Haushalt ein richtiges großes Problem werden. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, die Situation der sozialen Ungleichheit zu verändern, was wäre die dringlichste Maßnahme, die was Sie einleiten würden? Drei Dinge würde ich machen. Erstens sozialer Wohnbau schauen, damit die Mieten wieder leistbar sind. Das ist so ein riesiges Problem für Leute, die zu uns in die Beratung kommen. Das zweite, Therapieeinrichtungen ausbauen für Haushalte, für Kinder, die therapeutischen Bedarf haben. Wir haben um 70.000 Kinder, die die Therapien nicht bekommen, weil sie es nicht leisten können oder weil sie zu weit weg ist, die sie eigentlich bräuchten. Und das dritte ist im Bildungssystem schauen, dass diese Schulen zugänglicher, integrativer werden und dass wir kein Kind zurücklassen. Danke sehr.